Was geht, Jungs? Wir werden heute nicht Deutschland formen, sondern wir werden das bessere Deutschland formen. Ich würde sogar behaupten, es wird besser sein, als das Heilige Römische Reich jemals war. Denn ich habe einen schönen Exploit gefunden, in dem wir einfach die komplette Welt dazu bringen können, dass sie Preußen hassen und mich lieben. Fürs Erste. Um mal anzufangen, würde ich sagen, schauen wir erstmal, was hier bei Technik zur Auswahl gibt. Militär wird in diesem Run sehr wichtig sein, deswegen würde ich sagen, springen wir direkt bei Generalstäbe rein. Bauproduktion, sehr wichtig. Ich würde sagen, wir switchen 2 von 4 zu Gusseisenbau um und bauen einfach ein paar von denen. Vielleicht noch 1, 2 Universitäten. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Exploit und zwar, wie wir sehen können, sind die meisten deutschen Staaten im preußischen Markt. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die meisten deutschen Staaten zum österreichischen Markt wechseln. Und was das Gute an Österreich ist, sie starten mit sehr viel Einfluss, dass wir jetzt alles verballern können. Beziehung zu Bayern verbessern gerne. Hesse, Kassel und Bayern sind die beiden wichtigsten Staaten, danach kommt gleich Sachsen. Württemberg würde direkt zu unserer Zollunion wechseln, was irgendwie etwas komisch ist, aber gerne. Und wenn ihr das seht, wisst ihr, dass ihr alles richtig gemacht habt. Und jetzt, was wir jetzt einfach machen, ist auf 5 zu drücken und uns zurücklehnen. Und wir haben bereits Hohenzollern schon vom preußischen Markt abgeschnitten. Warum ich davor gesagt habe, dass Bayern und Hesse-Kassel in unserer Zollunion so wichtig sind, wenn wir nämlich das schaffen und beide in unserer Zollunion sind, ist Westpreußen vom Rest von Preußen abgeschnitten. Und in Westpreußen wird sehr, sehr viel hergestellt, was in Rest von Preußen überlebensnotwendig ist. Was wir auch versuchen könnten, ist in unserer Politik die Streitkräfte ein bisschen zu stärken und in unsere Regierung zu holen. Und Sachsen würde bereits zu unserer Zollunion switchen, das ist sehr gut. Sachsen-Weimar auch. Und Bayern würde einfach so zu unserer Zollunion wechseln. Können wir alle herholen? Können wir die meisten herholen? Bitte ja. Hesse-Kassel. Hesse-Kassel. Hesse-Kassel will. Oh mein Gott. Und wenn wir uns jetzt hier so die Karte anschauen, dann sehen wir, der westpreußische Markt kann nichts mehr zum preußischen Markt exportieren. Wir haben es geschafft. Ihr werdet gleich sehen, Markt preußisch 0%. Das bedeutet, die Leute hier werden langsam so sicher verhungern. Oh mein Gott, Preußen ist bereits auf Rank 6 der Weltmacht gedroppt. Und jetzt wissen wir, dass sie verloren haben. Munition ist jetzt bei ihnen auf 87 gestiegen. Eieiei, Preußen. Das wird kein gutes Ende nehmen. Generalstäbe ist erforscht und was wir jetzt machen, ist Nationalismus erforschen. Hannover würde zu unserer Zollunion wechseln. Wir haben gewonnen, es ist einfach so. Also der preußische Markt ist jetzt komplett am Arsch. Sie können nichts mehr machen. Wir haben gewonnen, sie haben verloren. Kümmert euch nicht um das Geld da oben, das kriegen wir schon wieder hin. Um den Preußen jetzt noch ein bisschen unter 207 Prestige hat, derzeit haben sie 182, dann sind sie keine Großmacht mehr. Und Russland würde mit unserem Bündnis eingehen. Okay. Wir haben es geschafft. Wenn ich mich nicht täusche, könnten wir jetzt ein Anführerspiel beginnen. Also, ja los. Und wie wir sehen, es ist immer so schön zu sehen, dass einfach jeder Deutschland hasst. Oh, okay, Preußen lenkt ein. Ist auch okay. Also was wir jetzt machen können, ist das Diplomatie-Spiel beginnen. Es sieht jetzt sehr, sehr schlecht für uns aus und ich glaube, dass wir jetzt nicht viel Support bekommen von allen. Und wie wir sehen, nicht viele Leute mögen uns gerade. Oh, Franke stellt sich auf die Seite Preußens und Kriegsziel hinzufügen statt Hohen und Elsass-Lothringen. Wir haben Russland noch auf unserer Seite. Es ist okay. Wir sollten da eigentlich durchstürmen können. Das sollte kein großes Problem sein. Wir sind jetzt gerade zahlungsunfähig, allerdings wird sich das jetzt gleich verbessern, sobald wir nur ein bisschen preußisches Land haben. Die preußischen Truppen sind noch etwas stärker. Es liegt daran, dass unsere Armee noch ein bisschen outdated ist, aber für den Kampf brauchen wir jetzt nichts Besseres. Das genügt. Wir sind bereits in Brandenburg eingefallen. Die Schlacht um Berlin. Also wenn Berlin fällt, dann glaube ich, haben wir gewonnen. Italien hat so schnell unified. Wir haben 1843 und wir sind schon wieder im positiven Bereich, was sehr gut ist. Jetzt werden gerade wieder unsere Schulden bezahlt und dann sollte das eigentlich alles klar gehen. Ui, Berlin ist gefallen. Preußen, schaut euch das an. Wir haben es geschafft. Wir haben das bessere Österreich vereint. Okay, wir haben es durch Elsass-Lothringen geschafft. Frankreich wollte kapitulieren. Sie würden kapitulieren. Okay, wir haben es geschafft. Alle Gebiete, die das Deutsche Kaiserreich hält, haben wir. Und alle Gebiete, die das Kaiserreich Österreich, außer Bosnien, hält, haben wir auch vereint. Wir haben es geschafft. Wir haben das bessere Land erstellt. Dieses Land ist besser als das Heilige Römische Reich jemals war. Wir sind Platz 3 in der Weltrangliste. Keiner kann uns mehr aufhalten. Wir sind eine unaufhaltsame Macht. Russland hat uns die Rivalität erklärt. Wir sind in einem Bündnis.
Oh, wir haben jetzt koloniale Ausbeutung. Und wir sind Platz 2, wir haben Frankreich überholt. Wie wir sehen können, unsere Kolonie geht ziemlich gut, deswegen könnten wir vielleicht gleich noch eine zweite gründen. Könnten wir der Schweiz vielleicht den Krieg erklären? Ohne, dass sich irgendjemand unserem Feind anschließt. Was ist, wenn ich auch noch die Westschweiz erober? Will dann ihnen jemand scheunen? Komm schon, Großbritannien, ich weiß, dass du das willst. Russland hat uns Embargo, wir sind in einem Bündnis. Und ja, das ist ein eindeutiger Sieg. Unsere Schulden bezahlen wir auch bald. Und das öffnet natürlich noch eine neue Front mit Frankreich, was sehr wünschenswert ist. Und die Schweizer kapituliert. Sehr schön. Aber jetzt haben wir wirklich alle deutschsprachigen Staaten. Gibt es noch vielleicht irgendein Gesetz, was wir beschließen könnten? Kopfsteuern wären natürlich schon sehr schön, aber die Aristokraten sind dagegen. Belgien, du willst doch sicher Wallonien abgeben, oder? Großbritannien. Genau darauf habe ich gehofft. Wir den noch irgendwer joinen. Die Niederlande. Oh, die Niederlande hat ja Niederländisch-Indien. Und ich glaube, sie sollten bald kapitulieren. Niederländisch-Indien gehört einfach uns. Und sie haben kapituliert. Sehr gut. Okay, ich glaube, an der Stelle schließe ich einfach Frieden in Großbritannien. Wir werden wirklich aus Wien die Stadt der Welt machen. Wir bauen ganz viele Universitäten in Wien. Und wir suchen uns noch eine andere Stadt aus Köln, Österreich. Zum Beispiel wie Innsbruck, wo wir einfach ganz viele Kasernen bauen. Das sind alles Kasernen, die hier gebaut werden. Das ist eine einzige Stadt voller Soldaten. Wie wir sehen können, die ersten Eisenbahnen fahren hier schon. Oh nein, Russland hat ein Diplomatiespiel gegen uns gestartet. Okay, Kriegsziel hinzufügen. Wir müssen irgendwie Russlands banken. Staat erobern. Kleinpolen und Großpolen. Wenn wir schon dabei sind, Masowien kann ich schauen. Die russischen Truppen sind schlechter als unsere, sie werden bald kapitulieren. Das war's, wir haben gewonnen. Wir haben alles erreicht, was wir mit diesem Run erreichen wollten. Und das war's für Russland. Okay. Wir haben Österreich und Deutschland vereint. Wir haben Elsass-Lothringen, wir haben komplett Belgien. Wir haben einen großen Teil von Russland, der gut entwickelt war. Dann haben wir noch zusätzlich ein paar Kolonien, heilige römische Kolonien. Und noch unser schönes niederländisch Indien. Wir haben alles erreicht, was wir in diesem Run erreichen wollten. Wir sind Platz 2 der Weltrangliste. Wir werden irgendwann auch noch Großbritannien überholen bei dem, was wir gerade machen. Und ja, ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Run. Wir sehen uns beim nächsten Video. Oder vielleicht auch beim nächsten Stream. Wer weiß. Peace.